Präsident, Herr Bundesminister, Hohes Haus! Grundsätzlich begrüßen wir alle Maßnahmen, die dazu dienen, Österreich sicherer zu machen, und ein Budget über 3 Milliarden Euro ist sicher dazu geeignet. Es ist erfreulich, dass Sie die Ausstattung verbessern und die Personaloffensive von Herbert Kickl fortführen. Und wäre nicht ein sogenannter Expertenminister für 2 Wochen in Amt gewesen, wären wir schon wesentlich weiter, denn der hatte offenbar nur den Auftrag, alles zu stoppen, was Herbert Kickl begonnen hat. Ich schließe meinen Redebeitrag, und das ist etwas ungewöhnlich, wohl erst und letztmalig mit einem kleinen Dankeschön an die SPÖ Wien. Sie haben die Grünen und Frau Hebein aus der Landesregierung entfernt. Die wollte noch im September die Polizei entwaffnen. Damit wären wohl zahllose Polizisten hilflose Zielscheiben der Terroristen geworden. Zur finanziellen Besserstellung der Exekutive bringe ich noch folgenden Entschließungsantrag der Abgeordneten Ries, Amesbauer und weiterer Abgeordneter ein. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der die finanzielle Besserstellung der Exekutive vorsieht, indem eine Anhebung des Grundbezugs durch die Einrechnung aller pensionsbegründeten Zulagen und Nebengebühren in das Grundgehalt durchgeführt wird.